Drei Wörter, die du kennen solltest. Der Begriff tiefgehend beschreibt eine intensive und gründliche Auseinandersetzung mit einem Thema oder einer Emotion, die über oberflächliche Betrachtungen hinausgeht. Der Begriff tiefgehend beschreibt eine intensive und gründliche Auseinandersetzung mit einem Thema oder einer Emotion, die über oberflächliche Betrachtungen hinausgeht. Der Begriff tiefgehend beschreibt eine intensive und gründliche Auseinandersetzung mit einem Thema oder einer Emotion, die über oberflächliche Betrachtungen hinausgeht. Der Begriff tiefgreifend beschreibt Veränderungen oder Auswirkungen, die weitreichend und grundlegend sind, oft mit erheblichen Konsequenzen für ein System, oder eine Situation. Der Begriff tiefgreifend beschreibt Veränderungen oder Auswirkungen, die weitreichend und grundlegend sind, oft mit erheblichen Konsequenzen für ein System oder eine Situation. Der Begriff tiefgreifend beschreibt Veränderungen oder Auswirkungen, die weitreichend und grundlegend sind, oft mit erheblichen Konsequenzen für ein System oder eine Situation. Der Begriff tiefgründig beschreibt eine Einsicht oder ein Denken, das weitreichende, bedeutsame und oft komplexe Überlegungen umfasst und nicht nur oberflächlich ist. Der Begriff tiefgründig beschreibt eine Einsicht oder ein Denken, das weitreichende, bedeutsame und oft komplexe Überlegungen umfasst und nicht nur oberflächlich ist. Der Begriff tiefgründig beschreibt eine Einsicht oder ein Denken, das weitreichende, bedeutsame und oft komplexe Überlegungen umfasst und nicht nur oberflächlich ist. Wenn du Beispielsätze mit diesen Wörtern benötigst, dann schreibe es bitte in die Kommentare. Ich werde dann entsprechende Videos erstellen.